Hi, hallo, herzlich willkommen zu heutigen haarigen Video. Heute habe ich für euch diesen Seitenzopf, der ist total simpel zu machen und ich hoffe, dass es euch gefallen wird und wünsche euch viel Spaß. Zuerst bürste ich mein Haar durch. Danach trenne ich zwei dickere Sektionen so seitlich bis hinters Ohr weg und ziehe die zusammen am Hinterkopf und dort werde ich sie zusammenbinden mit einem ganz normalen Haargummi, idealerweise in eine Farbe, die dem Haar ein bisschen ähnelt. Also ich nehme einfach einen beigen Haargummi. Mit Hilfe von zweiten Spiegel kontrolliere ich die Frisur von hinten, ob sie eh nicht zu platt liegt und bei Bedarf kann ich die Haare ein bisschen auflockern. Und dann ziehe ich die Haare so oberhalb von dem Haargummi hinein und das Haargummi wird noch einmal ein bisschen wieder stramm gezogen und wieder kontrolliere ich das von hinten und bei Bedarf lockere ich wieder die Haare auf. Eine Strähne wickle ich um mein Haargummi und da kommen in Einsatz ein paar Pins, damit das fester sitzt und dann wieder mal ein Check mit dem zweiten Spiegel, ob man da wieder was lockern muss oder vielleicht ein bisschen mehr von den Pins braucht. Dann drehe ich mich um und bei Bedarf ziehe ich wieder ein paar Haare raus und vielleicht noch ein paar Strähnchen, die dann so locker um das Gesicht hängen. Und wieder ist das Ziel hier, dass die Frisur nicht so streng aussieht. Der Zopf selbst ist total simpel, man braucht dazu nur kleinere Haargummis. Den Abstand kannst du selber bestimmen und die Menge hängt natürlich davon ab, wie lang dein Haar ist. Also zuerst einmal gebe ich wieder ein Haargummi rein, so einige Zentimeter drunter, also unter dem Haupthaargummi oben. Dann trenne ich diese Sektion in zwei und ziehe die losen Haare einfach wieder durch. Und das macht so eine seltsame Struktur. Da wird der Gummi noch einmal oder das Gummi, das Haargummi ein bisschen strammer gezogen. Die Sektion da oben kann man wieder mit den Fingern auch ein bisschen auflockern und das Ganze mache ich einfach auf der gesamten Länge von meinem Haar, bis ich halt fertig bin. Und man kann hier variieren, entweder nimmst du ein Haargummi in der Farbe, die zu deinem Haar passt oder irgendwelche Kontrastfarbe oder vielleicht findest du ein Haargummi in Gold oder Silber, was auch immer, das ein bisschen so sch wie Schmuck ausschaut, da kann man sich ein bisschen spielen. Wenn ich fertig bin und bin am Ende angelangt, nehme ich immer ein paar Tropfen Haaröl und gebe die auf die Haarspitzen, weil ich finde, dass das Haar dann ein bisschen gesünder ausschaut. Und das war's. Falls euch das Video gefallen hat, vergiss nicht auf einen Kommentar oder Däumchen hoch. Falls ihr das erste Mal hier stehen geblieben seid, herzlichen Dank. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, vergiss nicht auf ein Däumchen hoch oder einen Kommentar. Vielleicht seid ihr das erste Mal hier, dann sage ich einmal Dankeschön fürs Einschalten. Ein Abo wird mich sehr freuen, falls ihr dazu Lust habt. Und ihr könnt mich alle gerne auf Facebook, Instagram und auf meinen Webseiten besuchen. Und dazu findet ihr in der Info unter dem Video Links. Und ich danke euch sehr fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.